It's Anja Time. Hallo, da wären wir wieder bei der nächsten Anja Time. Letzthin habe ich einen Beitrag geleistet zu dem E-Teaching Org Talk. Da. Und es kam am Schluss noch eine kleine Diskussion auf, aber uns lief die Zeit davon. Es ging um diese Folie. Und darin zeige ich, in dieser Folie zeige ich den täglichen Lebensalltag eines Menschen im Normalarbeitsverhältnis. Ein Normalarbeitsverhältnis wird dadurch definiert, dass ein Mensch unbefristet mindestens 20 Stunden pro Woche arbeiten geht, fest angestellt, sozialversicherungspflichtig arbeiten geht. Und die große Frage, wenn wir denn in diesem Umbruch uns befinden und die Zukunft der Arbeit eher informell mit Bildungsangeboten, mit Bildungsszenarien begleitet werden muss, dann ist die große Frage, wie schafft man das unterzubringen in einem normalen Leben eines normalen Arbeitsverhältnis-Angestellten. Und ich mache das nur mal an diesem Beispiel fest. Wir können über das normale Arbeitsverhältnis, könnte ich auch nochmal einen Talk irgendwann machen. Aber bleiben wir mal dabei. Was macht dieser Mensch in diesen 24 Stunden pro Tag durchschnittlich, die ihm so bleiben? Er schläft erstmal, dann frühstückt er, kümmert sich um die Familie, kauft vielleicht ein, was auch immer, fährt zur Arbeit. Leider muss man das ja heutzutage auch noch meistens machen, also dass man zur Arbeit fahren muss. Und da hat er dann ein kleines Zeitfenster, wo so ein bisschen indifferent ist, was man irgendwie füllen kann. Dann arbeitet man, dann ist irgendwann Mittagspause, da kann man auch vielleicht irgendwas machen. Dann arbeitet man wieder, dann gibt es irgendwann Feierabend, man fährt nach Hause. Dann kommt halt dieses übliche Einkauf, Essen, Family, was auch immer. Und die ganzen Pflichten, die es halt so im Alltag zu erledigen gilt. Und dann hat man, wenn man Glück hat, anderthalb Stunden Zeit, um sich zur freien Verfügung oder wie auch immer, meistens ist es sogar weniger, aber sagen wir mal, es bleiben pro Tag anderthalb Stunden, die man irgendwie mit der eigenen Wahl bestimmen und füllen kann. So, was kann dieser Mensch machen? Der wird entweder in die Kneipe gehen oder sich mit Freunden treffen oder ein bisschen auf Facebook, WhatsApp, YouTube sich vergnügen und er kann vielleicht ein bisschen mit der Playstation rumspielen oder sonstigen E-Sports betreiben oder vielleicht sogar in den Fitnessclub gehen und er kann Netflix schauen. Nun gibt es Untersuchungen darüber und ich weiß jetzt nicht, ob ich die so spontan jetzt finde in meinen Unterlagen, in meinen Dokumenten, weil meine künstliche Intelligenz auf dem Rechner ist auch immer noch sehr reduziert, aber es gibt Untersuchungen, dass die User Experience des letzten medialen Angebotes die Erwartungshaltung bestimmt, die man hat für ein neues Angebot. Wenn man also jetzt ein Angebot unterbreiten will, was einen Beitrag leisten soll zum informellen Lernen, dann sollte man sich Mühe geben, in etwa die User Experience des letzten Angebotes dieser Zielgruppe zu erreichen. Da diese User Experience zunehmend von solchen Angeboten wie Netflix, Amazon, YouTube, Facebook und so weiter geprägt wird, wird das der Leitstern sein, an dem man sich orientieren muss. Und nur, wenn man dagegen ein attraktives Angebot aufbauen kann, das da mithalten kann, was in irgendeiner Weise, wenigstens ansatzweise konkurrenzfähig ist, nur dann wird man Erfolg haben an diesem Markt. Dessen bin ich mir in der Zwischenzeit absolut sicher. Wir befinden uns alle in einem Wettbewerb um die Aufmerksamkeitsökonomie des Einzelnen. Und nur, wenn wir das schaffen, hier wirklich darüber nachzudenken, wie Angebote ausschauen können oder Szenarien aussehen können, die so unterhalten sind, so interessant sind, so gewinnend sind für sich, aus sich selber heraus, nur dann wird man eine Chance haben, als Anbieter, in Anführungsstrichen, sich dort am Markt zu platzieren und auch einen Beitrag zu leisten zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Das war das, was ich aussagen wollte.
Und insofern stehen die Hochschulen und alle Bildungsanbieter in direkter Konkurrenz zu Netflix und Co. Und dessen sollte man sich, wie gesagt, bewusst sein. Das ist mein kleiner Beitrag für den heutigen Tag. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht oder vielleicht auch nicht. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder ganz andere Ansichten seid, einfach unten in die Kommentare rein. Bis dahin, bye bye, ciao. Was ich noch anmerken wollte, weil die Frage kam ja auch auf, ob ich etwa Netflix als Bildungsangebot sehe. Natürlich tue ich das. Netflix ist ein Bildungsangebot, so wie alles andere im Netz auch. Und wenn man sich die Mühe macht, dort mal vorstellig zu werden und es mal sozusagen als Forschungsphase auch begreift und sich da mal ein wenig umtut, dann stellt man fest, dass es da hervorragende Dokumentationen gibt. Und man lernt wirklich viele Sachen entweder aus der eigenen Motivation heraus, indem man zielgerichtet dort vorstellig wird und sich da was zu Gemüte führt, oder per Serendipity, dass man etwas empfohlen bekommt, was einen auch interessieren könnte, so wie es ja bei YouTube und Amazon und wie auch immer auch geschieht. Und natürlich, wenn ich fähig bin, mich selbstbestimmt zu organisieren und mir ein eigenes Lernziel setzen kann und eine bestimmte Fragestellung verfolge, dann kann es auch durchaus möglich sein, dass man bei Netflix einen bestimmten Baustein zur Beantwortung dieser Frage finden kann. Es geht aber nicht darum, dass man sich da jetzt irgendwie Stundentage, serienweise da drin bewegt und dann gar nicht mehr da rausfindet, sondern es geht darum, mit einem selbstbestimmten, selbstbewussten Umgang sich ganz gezielt das rauszupicken, was man benötigt. Das nur mal gerade so als Anmerkung. Es geht also immer wieder um diesen Perspektivwechsel, den wir jetzt im 21. Jahrhundert vollziehen müssen. Nicht mehr top-down irgendein Pädagoge oder irgendjemand bestimmt und definiert, was man gefälligst zu lernen habe, um ein bestimmtes Plateau zu erreichen, sondern selbstbestimmte Menschen, die fähig sind, und das wäre natürlich eine Aufgabe auch des Bildungssystems, da in jungem Alter schon mitzuwirken, dass diese Menschen diese Kompetenz entwickeln. Ich glaube aber, dass 80% der Menschen diese Kompetenz haben, schon heute haben, sie aber jetzt sehr mühsam rausschaufeln müssen aus sich, weil sie halt durch das alte Bildungssystem durchgelaufen sind. Aber sie haben es in sich. Und dann kann man auf die Suche gehen und sich ein Ziel setzen und dann auf die Suche gehen. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video hier produziert, wie man das macht. Unter dem Gesichtspunkt, wenn man das so verfolgt, dann kann man auch auf Netflix durchaus fündig werden, gegebenenfalls, und sich da weiterbilden. Das wollte ich gesagt haben. Und bevor noch Nachfragen kommen, das hier ist kein Wasserrohrbruch, sondern das ist Berliner Stil. So wohnen wir hier in Berlin. So leben wir. Das finden wir schick. Das nur so nebenbei und bis dahin, bye bye. Jetzt endgültig Feierabend. Ciao.